Und wenn ich irgendwann dann mal die Monster anstelle, und darauf wird es ganz sicher auch dann mal hinauslaufen drauf. Nein, kein Schornstein. Denn ich will ja auf jeden Fall Knochenmehl, wäre mal ganz töfte irgendwie. Und Spinnenseide wäre auch ganz töfte. Aber dann müsste ich hier das Dach erstmal irgendwie ausleuchten. Sonst habe ich nämlich die ganzen Mobs hier oben drauf stehen. Da habe ich eigentlich auch keine Lust zu. Und ich brauche auf jeden Fall kein Birkenholz. Nein, ich brauche kein Birkenholz. Ich brauche auf jeden Fall Glowstone. Das heißt, aber das hatte ich ja schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall irgendwo mal ein schickes Nether-Portal bauen und dann mal abtauchen. In die Hölle. Helle, helle, helle. Nein. Ach, das war jetzt doof. Ja, weil das Holz so dunkel ist. Habe ich gar nicht gesehen. Das, nee, ist egal. Es ist einfach zu dunkel, das Holz. Vielleicht sollte ich schon mal gleich eine Fackel drauf machen. Der Regen macht es ja auch nicht unbedingt besser, ne? Macht es noch dunkler, als es eh schon ist. Ja, dann haben wir halt erstmal hier ein paar Fackeln drauf. Aber ich sehe ja auch nichts vor lauter dunklem Holz hier. Ist doch kein Zustand, so. Da noch einen drauf muss reichen. Ach ja. Und ihr seht wahrscheinlich auch nur noch dunkles, dunkles Holz. Schön, dass YouTube ja auch immer noch mal nachdunkelt. Die Videos bei der Verarbeitung. Da wird es dann noch mal dunkler, als es eh schon ist. So, aber hey, wir kriegen das. Wir kriegen das Töfte hier. Töfte und schnuffig. Ich schwöre. Nur mal gucken, dass er nicht gleich wieder helles Holz rein. Natürlich zieht er das helle Holz rein. Warum sollte er auch mal das dunkle reinziehen? Es ist doch ein Test, oder? Es ist doch ein einziger großer Test an mich, ob ich hier aufpasse. Ja. Aber wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es fertig. Fertig. Das Dach ist drauf. Ole, ole. So, und einmal Beine brechen. Yes. So, wollen wir mal kicken von hier. Ja. Finde ich gut, finde ich gut. So, jetzt könnten wir aber schon mal hier ein Fackelsche. Schon mal so ein bisschen Licht. Und hier an Le Tür. So, das ist die Vordertür, hinten ist die Hintertür. Sehr witzig, ne? Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. So, sammeln wir mal den Schrott hier ein. Habe ich, wie sieht's denn aus? Bruchstein habe ich am Start. Ich habe aber keine Axt mehr, richtig? Richtig, aber ich habe meine Bastelkiste hier. Dann werden wir uns mal eine Axt gerade machen. Oder, ja. Ja, mehr Sticks habe ich ja jetzt auch nicht. Okay, eine Axt und dann holen wir das hier weg. Ersetzen das schon mal wenigstens durch den ollen Bruchstein. Und so viel Diorit brauchen wir dann auch gar nicht mehr. Erstmal. So, wo ist er denn jetzt hin, hier der Bruchstein? Da. Plöm, plöm. Na. Oh ja, ey, bitte, dann gehe ich eben da raus. So, dann machen wir das hier drüben auch gleich noch. Ich glaube, ich habe das nicht reingezogen. Ich habe das so gelassen, so wie es jetzt ist. Ich habe auch nicht mehr geguckt und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu gucken. Wir nehmen das jetzt so. Nehmen diese Außenwand jetzt hier, so wie sie ist. Ich verschiebe die nicht noch weiter nach innen. So. Okay. Da hatte ich doch noch, guck mal. Ui, dreimal Diorit. Das ist ja der Wahnsinn. So, ja, dann bitte, das war's. Verdammt. Verdammte Axt, das war's. So, Dach ist fertig. Dann können wir den Schrott hier mal wegmachen. Okay, eventuell nehmen wir hier so ein paar Fackeln irgendwie erstmal rein. Das ist ein bisschen heller. Denke, hier will ich Küche reinmachen. Da hätte ich Bock zu. Ich glaube, auch dafür werde ich hier zwei reinziehen. Ja. Eine Fackel mal hin. Da zwei reinziehen, da kommt noch Diorit hin. Ja,
Habe ich denn hier nicht irgendwo in meinem Gestein irgendwas noch Dioritmäßiges? Nö. Schade, schade. Aber wir können jetzt gerade mal hier pennen und Spawnpunkt setzen. Und ich habe ja noch zwei Bilder gemacht. Zwei Bilder habe ich doch noch. Da könnte ich doch... Dann machen wir die Fackel mal weg. Die könnte ich doch... Nein. Nein. Ach Mann, warum fliegen die... hallo? Wo sind jetzt meine Bilder hingeflogen? Ey! Hallo? Ich kann mir doch jetzt hier nicht unendlich Bilder machen. Was ist denn das für ein Schrott? Ja, nee, nix, Itzy Bitsy Spider. Jetzt sind meine Bilder weggebackt, oder was? Och, nö, komm. Halt die Fresse mit deiner Spinne. Itzy Bitsy Spider. Ich will... Wo sind denn meine Bilder? Och, Mann. Sind die hier drunter gebackt? Ich guck noch mal gerade, ja? Stört euch doch nicht. Ich kann mir jetzt nicht hier dauernd Bilder machen, nur weil hier... Mann. Hängen die in der Decke? Ach, was für ein Scheiß. Das finde ich gemein. Das finde ich total unfair. Scheißspiel. Ich will meine Bilder. Muss ich mir jetzt echt neue machen? Hab da jetzt auch gar keine Sticks. Will ich mir jetzt eine Sticks machen? Ja, itzi bitzi. Genau, 12 reichen nicht. Oh, ich hasse es. Ja, mach mal das Ding da weg. Es ist so eine Unverschämtheit. Es sind zwei Bilder weg. Brrr. Hier, wenn die beiden Bilder jetzt auch verschwinden, dann gibt's Kloppe. Da, habt ihr das gesehen? Verschwinden hier irgendwo meine Bilder im Äther. Ich fühle mich verarscht. Die Betten nochmal ab. Ich gibt's ja nicht. Da eben in der Wolle. Ist irgendwo sind meine Bilder verschwunden. Bau es nochmal ab. Was ist das für ein Scheiß? Wie doof ist das? Will nicht, dass meine Bilder hier alles verschwinden. Jetzt habe ich ja wieder nur noch eins. So. Da soll ein Bild hin, aber nicht das. Nein! Nein! Meine Bilder sind kaputt. Nö. Okay. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Es soll nicht sein mit mir und der Kunst. Ja, dann leck mich. Was ist denn das für ein Murks? Was sind das magische Bilder? Das gibt's doch nicht. Hallo. Ne, jetzt mache ich mir keine mehr so. Dick hab ich ja jetzt mit der Wolle auch nicht. Kann ja nicht sein, nur weil ich die Bilder abschlage, dass die dauernd verschwinden. Das regt mich ja jetzt gerade total auf. Weil ich jetzt auch nicht weiß, ob das ein Bug ist. Das ist ja noch nie passiert. Ich würde ja jetzt mal testweise das da hinten abhängen, aber da traue ich mich ja jetzt gar nicht mehr. Jetzt hole ich erstmal die Erde hier weg. Vor allen Dingen, ich brauche das nicht abhängen. Das hängt gut so, wie es hängt. Das ist super. Mann! Scheißspiel. So, ja, toll, daneben nicht. Dann weiß ich jetzt auch gerade nicht. Bin ich jetzt motzig? Wie sieht's denn hier aus? Nehmen wir den Kobbel raus. Das mache ich raus. Das Holz kann mal raus. Glas weg, das weg. Nochmal Glas. Können wir das mal ein bisschen aufräumen? Danke. So, anpflanzen will ich eigentlich auch gerade nichts. Das kommt alles weg. Die beiden Eimer. Obwohl, wartet mal, wenn ich gerade die beiden Eimer... Und die Wolle mache ich raus. Die Wolle mache ich auch raus. Wartet mal, wenn ich gerade die beiden Eimer sehe. Die Zäune lasse ich auch mal hier. Ein komischer Rucksack. Das da. So, mal ein bisschen aufräumen. Wenn ich also gerade schon mal diese beiden Eimer da sehe, dann
würde ich doch fast sagen, ich nehme mir mal die Weizenkörner mit. Die Hacke habe ich am Start. Ich habe im Berg noch genug Weizenkörner, aber ich habe jetzt gerade irgendwie nicht den Nerv, da nochmal hinzureiten. Ich nehme nochmal sicherheitshalber die Erde mit. Hier, da sind auch noch Weizenlinge. Cool, 37, das ist schon mal eher eine Ansage. Und dann nehme ich mal Cobblestone mit. Brauche ich eventuell nochmal eine Schaufel vielleicht? Könnte sein, dass die nicht reicht. Machen wir uns nochmal. Eine Schaufel müsste aber, ne? Okay, eine Schaufel an den Start.